Hallo Leute und willkommen zurück zu einer Folge GTA 5 Mods. Hier nach dem genaueren Blick auf den Honda Civic Type R wollen wir jetzt natürlich mal gucken, wie er sich denn fährt. Klick einmal zumachen und natürlich rechts das Steuer, weil das sozusagen die japanische Variante darstellt. Und rechts die Geschwindigkeitsanzeige, und für die, die es nicht wissen, normalerweise bei GTA gibt es keine Fahrzeuge, die rechts haben. Also ist das hat eine Zeit lang gedauert, bis man das hier alles hatte, also dass man die Animationen hatte fürs Rechtseinsteigen. Aber ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass es jetzt mal darüber geht. Also, Lichter und Rechtsgeschwindigkeitsanzeige und los geht's! So, geht auf jeden Fall schon mal ganz gut ab, macht einen Vorder-Burnout natürlich. Weil es natürlich Frontantrieb ist, der Wagen. Ah, Rainbow Brakes. Aber geht ganz gut, würde ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich den Wagen finde. Er ist so, halt eben so Classic Ricey. Aber irgendwie, die Form ist irgendwie komisch beim Wagen. Keine Ahnung, also es kommt wahrscheinlich darauf an, wenn man ihn echt sieht, dann muss man es tatsächlich entscheiden. So, die Kurve nimmt er nicht sehr gut. Wir verlieren zwar nicht die Kontrolle, aber wir fahren einen sehr weiten Bogen, um es mal so zu machen. Sozusagen hier nochmal in dem, sieh mir, der, wie heißt es auf Deutsch? Drehzahlmesser, genau, der Drehzahlmesser, hier groß in der Mitte. Interessanterweise, ich weiß gar nicht, wo die Kamera angezeigt wird, bis die Geschwindigkeit angezeigt wird. So, hier rum, aber jetzt was natürlich zum Geschwindigkeitstest. Hat übrigens eine sehr schöne Farbe. Oh, Crash-Test. 160, 176 und, das sieht nicht so gut aus. Damit wird er sich wahrscheinlich schon mal einen Punkt abzukriegen. Aber dadurch crasht er wenigstens ganz schön krass. So, Überschlagstest. Standardmäßig natürlich nicht funktioniert, wie er soll. So, probieren wir es nochmal. Komm. Scheiß drauf. Haben wir eh gleich noch einen. Aber wir sehen ein paar Kratzer und so weiter. Das lassen wir mal gelten. Jetzt kommt natürlich der Boost-Crash-Test mit 540 km/h. Au. Aber es sieht einfach nicht so gut aus beim Crashen, muss ich sagen. Und dann nochmal den Boost-Überschlagstest. Boah, Frontantrieb fühlt sich so komisch an beim Fahren. Hier bei GTA. So, das ist doch ein ganz guter Überschlag, würde ich mal sagen. Autsch. Aber da crasht er ganz gut, ja. Verformt sich jetzt nicht tierisch, aber dennoch würde ich sagen. Oh, doch, hier hinten. So. Aber dann kommen wir natürlich schon zur Bewertung des Fahrzeugs. Er hat weder Modifikationen noch irgendwelche Components, die man dran machen kann. Oder Liveries, aber das ist ja okay, die sind ja nur Bonus. Und, ja, Wagen sieht fantastisch aus. Innen und außen echt super gemacht, perfekt eigentlich. Also da kann man kein bisschen meckern. Das Einzige, wo man meckern kann, ist der Crashtest. Dass es dahinter nicht modelliert ist, das ist natürlich wahrscheinlich teilweise schwer, Models zu finden, die es haben. Aber ich muss es trotzdem kritisieren. Deshalb nur 9 von 10, auch wenn eigentlich alles andere 10 von 10 von dem Wagen ist. Also denkt dran, 9 von 10 ist trotzdem immer noch extrem krasse Kaufempfehlung. Wofür würde ich über... Download-Empfehlung. Aber wofür ich eine Kaufempfehlung ausstellen kann, sind die neuen GCD-Shirts. Es gibt jetzt nämlich GCD-Shirts nur für 3 Wochen. Was war das? Nur bis zum 25. Und ja, wenn ihr die kaufen wollt, Link dazu ist in der Beschreibung. Denkt dran, nur für limitierte Zeit erhältlich. Und es gibt auch nicht unendlich viele. Ich bedanke mich zuschauen. Bis ganz herzlich beim nächsten Mal. Euer GCD.